ein Proton durchläuft ein homogenes Magnetfeld B von einem Tesla. Seine Geschwindigkeit v ist orthogonal zu B und beträgt 10 hoch 6 Meter pro Sekunde. Klein a, berechne die Stärke der Lorentzkraft, die auf das Proton wirkt. Klein b, berechne den Radius der kreisförmigen Laufbahn des Protons. Klein c, zeige, dass die Periode der gleichmäßigen Kreisbewegung des Protons unabhängig von der Geschwindigkeit v ist. Und klein d, berechne diese Periode. Hier ist das Proton und hier das Magnetfeld B, das aus dieser Arbeitsebene herauszeigt. Die magnetische Feldstärke, groß B, beträgt 1 Tesla. Die Geschwindigkeit V ist orthogonal zu diesem Magnetfeld B. Und die Geschwindigkeit V beträgt 10 hoch 6 Meter pro Sekunde. Gefragt wird Folgendes. In klein a die Stärke der Lorentzkraft, die wir in Newton ausdrücken. In klein b suchen wir den Radius von dieser kreisförmigen Laufbahn, den Radius, den wir in Meter ausdrücken. In klein c werden wir zeigen, dass die Periode von dieser Kreisbewegung nicht von der Geschwindigkeit v abhängt. Also, die Periode ist nicht eine Funktion von v. Und in klein d werden wir die Periode ausrechnen und sie in Sekunden ausdrücken. Um diese vier Aufträge zu erledigen, brauchen wir auch noch die Masse eines Protons sowie die elektrische Ladung eines Protons. Das sind bekannte Zahlen. Wer sie nicht mehr kennt, kann dem Taschenrechner fragen, und zwar so, wie ich es gezeigt habe im Tutorial 066. Legen wir los mit klein a. Durch diese Formel wissen wir, dass die Stärke der Lorentzkraft gleich zu diesem Produkt ist, wo Alpha der Winkel ist, der gebildet wird durch diesen Vektor Q-Index b mal v und den Vektor b. Aber diese beiden Vektoren sind orthogonal zueinander, was bedeutet, der Winkel Alpha beträgt 90 Grad. Und der Sinus von 90 Grad, das ist 1. Also finden wir die Stärke der Lorentzkraft durch dieses Produkt. Jetzt brauchen wir nur noch den Betrag von Q zu ersetzen durch 1,6 mal 10 hoch minus 19, die Geschwindigkeit V durch 10 hoch 6 und die magnetische Feldstärke groß B durch 1. Und so finden wir, dass die Stärke der Lorentzkraft 1,6 mal 10 hoch minus 13 Newton beträgt. Jetzt klein b. Um den Radius herauszufinden, nutzen wir diese Formel. In dieser Formel ersetzen wir einfach m durch 1,67 mal 10 hoch minus 27, V durch 10 hoch 6, den Betrag von Q durch 1,6 mal 10 hoch minus 19 und B durch 1. Und so finden wir als Radius von dieser kreisförmigen Laufbahn ungefähr 0,01044 Meter, das heißt ungefähr 1,044 cm. Kommen wir zu klein c. Wir wissen, dass die Geschwindigkeit dieser kreisförmigen Bewegung gleich ist zur zurückgelegten Strecke. Ein voller Kreis hat als Länge 2 pi r geteilt durch die dazu benötigte Zeit und das ist die Periode dieser Kreisbewegung. Aus dieser Formel schließen wir, dass die Periode groß T gleich ist zu 2 pi r geteilt durch V. Wir wissen aber, dass der Radius gleich zu diesem Bruch ist. So. Also können wir in dieser Formel
den Radius durch diesen Bruch ersetzen. Und jetzt sehen wir, dass man durch V kürzen kann. Tun wir das und wir finden als Periode T diesen Bruch 2πm geteilt durch Betrag von Q mal B. Die Geschwindigkeit V kommt hier nicht vor. Wir konnten sie ja da wegkürzen. Also die Periode der Kreisbewegung ist gleich zu 2πm geteilt durch Betrag von Q mal B und das ist keine Funktion von V. Der Auftrag C ist somit erledigt. Jetzt in D berechnen wir diese Periode und dazu können wir die gerade gefundene Formel einsetzen. In dieser Formel reicht es, m zu ersetzen durch 1,67 mal 10 hoch minus 27, den Betrag von Q zu ersetzen durch 1,6 mal 10 hoch minus 19 und B durch 1. Und somit finden wir als Periode dieser gleichmäßigen Kreisbewegung ungefähr 6,55 mal 10 hoch minus 8 Sekunden.